So, da wären wir wieder. Schritt Nummer 1, Pause. Schritt Nummer 2, Weltkarte. Auch wenn die Jungs da nicht mehr so schnell umkippen. Und was haben wir da? Ihr versteckt euch noch, sehr gut. Verstecken, verstecken, verstecken. Alle verstecken sich. Null Einkommen. Das ist doch doof. Also wir haben in Grün welche. Da ist die Wut tierisch hoch. Ja, weil zwei Leute bei Grün sind. Also zwei Trupps sogar. Die sollten wir vielleicht mal abziehen und irgendwo anders arbeiten lassen, damit die Wut hier ein bisschen runterkommt, sonst werden wir irgendwann überrannt werden von den Agenten. Ihr habt ja schon richtige Horror-Stories gehört in den Kommentaren, dass man denn da nichts mehr gegen machen kann und dann absolut überrannt wird und so. Und das brauche ich nicht wirklich. Also, ihr kommt mal alle weg. Von Grün lassen wir die Finger. Blau geht noch. Da könnte man noch ein bisschen Verstärkung hinstellen, obwohl 8 Leute. Wie schaut es bei Gelb aus? Gelb ist auch nicht besonders hoch. Und Orange ist gar nicht hoch. Hihi. Also ich glaube, wir nehmen uns immer Orange. Was haben wir hier noch an Aufträgen? Wir brauchen unbedingt mehr Bekanntheitsgrad. Techniker fangen wollen wir nicht. Da haben wir schon einen von. Was haben wir hier unten? Wir könnten Kammerdiener nochmal holen. Haben wir aber auch schon. Wir haben hier. Zu viele Fische verderben den Brei. Gestohlene Geheimdokumente enthüllen, dass Alibi ein neues 24-Stunden-Patrouillensystem einsetzen will, in dem getarntes Treibgut mit den neuesten elektronischen Meldesystemen ausgestattet wird. Diese Bemühungen können wir zum Scheitern bringen, indem wir örtliche Delfine mit in Fischen befindlichen Radio- und Sonarsystemen füttern. Ja, absolut genialer Plan. Das müssen wir unbedingt machen. Bekanntheitsgrad 5, Risiko 1. Das dürfte kein Problem sein. Oh, was genau brauchen wir dafür? Wir brauchen Arbeiter, 2 Stück. Da muss ich jetzt ja auch mal drauf achten. Da wir so viele Wachen im Einsatz haben, haben wir teilweise nicht die Kammerdiener oder Bauarbeiter, die man normalerweise für die Mission braucht. Also, auf jeden Fall 3 brauchen wir. Dann sagen wir mal 6 Stück da hinten. Dann noch 3 Wachen, ein Kammerdiener und kein Techniker, weil den müssen wir aus der Basis holen. Das will ich nicht. Also, die 10 Jungs werden das wohl hinbekommen. Das ist ja auch nur eine Stufe 1 Mission. Und den Rest von den Leuten, die wir gerade abgezogen haben, schicken wir mal hier hin, um ein wenig Geld zu verdienen. Auch wenn das ein 9-9er-Land ist. Das heißt, es wird recht schnell Security Forces hier antanzen. Aber wenigstens haben wir ein bisschen Einkommen, während der Rest sich weiterhin versteckt. Obwohl, die ziehen wir ab, die ziehen wir ab. Ja, nur die verstecken sich dann noch. Aber na gut, dauert nur 30 Sekunden. Pause aufheben. Und ich sehe da schon wieder einen, der viel zu weit drin ist. Was bist denn du für einer? Ein erbärmlicher Spitzel. Den kannst du doch mal umbringen. Genau. Armer Kane muss immer Leute umbringen. Da bist du doch so ein ganz lieber. Hust, hust. So, der wird verwirrt. Was ist mit dem da? Pause. Ein guter Einbrecher. Der will dann unser Geld. Das geht gar nicht. Aber da Kane im Vorbeigehen den umgebracht hat, kann er auch den da umbringen. Das passt schon. Du, lauf mal ganz schnell dahin. Schnapp dir den und lauf dann weiter zu dem. Obwohl der ja anscheinend ganz rauslaufen will. Und er hat keinen roten Balken drunter und auch anscheinend keinen Aktenkoffer in der Hand. Also. Können wir den doch einfach gehen lassen? Oh, noch besser. Er will durch unseren Todesgang. Sehr schön. Was ist mit dir? Warum? Kane, du sollst den umbringen. Tür zu. Kane, laufen. Lauf, 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 lauf. Da kommt jetzt keiner durch. So, du bringst den um. Die Tür können wir wieder auf 2 stellen. Und der Einbrecher ist vergast worden. Sehr schön. Noch irgendwas in unserer Basis. Irgendwelche roten Punkte. Ich sehe hier oben noch einen, aber das ist die Leiche. Die Leiche müsste da oben auch schnell weg. Nee, gut. Unsere Basis ist wieder sicher. Also, zurück auf die Weltkarte. Die Jungs sind inzwischen angekommen. Dann doch gleich mal los. Das tickert fleißig runter, sehr gut. Feindlicher Agent ist immer noch da. Oh, jetzt ist er weg. Sehr schön.
gleich wieder stehlen gehen. Und wir schicken euch nochmal einen Techniker und zwei Wachen als Verstärkung. Weil Blau war ja nicht ganz so wütend auf uns. Und die Tischtennisplatten werden endlich benutzt. Sehr schön. Weiter so, Jungs. Extrem synchron Ping-Ponging. So, das war's schon. Ist man erfolgreich. Und 4 Leute verloren, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist vertretbar. Wie viel Einkommen haben wir hier? Es ist ein Einerland. Da müssen die gleich wieder alle raus. Pause. 1, 2, 3, 4. Dich, dich und dich. Und wir schicken euch... Boah, Orange ist richtig schnell wütend geworden. Also ja, je nachdem wie viele Leute wir reinstecken, geht die Wut auf einem bestimmten Level. Und die Wut steigt ja nur durch die Aktion und durch Sachen, die bei uns auf der Basis passieren. Aber trotzdem haben wir schon ziemlich viel hier. Also wir könnten Rot ein bisschen was hinschicken. Ja komm, die eben abgezogenen... Hä? Hatte ich nicht eben gerade... Stopp, 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 ihr geht weg. Ihr werdet alle abgezogen. Und ihr sollt hier hingehen. Ach, das ist minus 1. Ach, jetzt werden die von da abgezogen und dahin verschifft. Das, was für ein Schnickschnack hin und her hier. Aber na gut, das soll dann erstmal reichen. Wir haben jetzt wenigstens wieder 10.000 jede Minute. Nicht viel, aber das können wir gleich ein bisschen ändern, sobald die Wachen alle da sind. Wie viel Mann haben wir denn jetzt? 66 von möglichen 81, ja. Jo, wir brauchen mehr Spinte. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, können wir bis zu 150 Angestellte haben. Das heißt, da ist noch gut was drin. Wollen wir das hier einfach erweitern? Dann müssten wir die Spinte umstellen. Nee, das will ich nicht. Hier wird was gebaut? Die Krankenstation. Ich glaube, ich hänge an die Krankenstation einfach nochmal einen Raum ran, wo nur Spinte reinkommen. Sieht dann zwar komisch aus, aber soll mir erstmal egal sein. So. Da rein sollen. Shift. Nee, wie machen wir es am besten? Den Raum erweitern wir gleich nochmal. So, so, so. So. Raus, Raum erweitern, dass wir nochmal so eine Zweierreihe reinbauen können. Das heißt, hier ist Zugang, hier ist Spind, da ist Zugang. So, sieht komisch aus, aber es passt schon irgendwie. Es soll ja momentan nicht gut aussehen. Wir wollen ja erstmal die Spielmechanik ordentlich kennenlernen und dann auf der nächsten Insel versuchen, eine bessere Basis zu bauen. So, du, Shift, Shift, Shift. Nee. Dann können die da nicht reingehen. Das ist doch doof. Na gut. So. Soll erstmal reichen. Müssten dann ja 4, 8, 12, 14 neue Bedienstete sein. Was ja schon mal ein schöner Schub wäre. Und ich sehe hier ganz viele rote Punkte auf der Karte. Die prügeln sich ja richtig drum, die Türen Schlösser zu knacken. Du wirst immer noch verwirrt. Du gehst freiwillig raus, hast aber belastendes Material. Und du gehörst zu Smash. Wer war Smash? Mafia, Kafka, Smash. Da haben wir fast gar keine Wut. Ja, du darfst durchgehen. Du hast kein belastendes Material und gehst trotzdem raus. Beziehungsweise rollst dich raus. Ist auch okay. Der da. Alibi-Spitzel. Nur der hat schon seinen Tag bekommen. Ist okay. Hey Jungs, wenn ihr da jeweils alleine steht, könnt ihr doch einfach mal tauschen. Und welche Tür wurde geknackt? Irgendeine unwichtige. Okay. Kurz Pause, Weltkarte. Wut ist okay, keine Agenten. Ha. Ach, da sind nur 5 Leute hier. Gut, da können nochmal 7 Wachen mit dazu. Ich habe mich schon gewundert, warum hier die Wut so niedrig ist, aber das erklärt es natürlich. So, euch alle bitte einmal abziehen.
warum wird das Ding hier nicht gebaut? Oh, du hast aber schon Zugang zu der... zum Korridor hier, ne? Ah, da kommt er mal mit dem Sprengzeug. Ja, wir haben nicht mehr sehr viele Bauarbeiter. Daran wird es wohl liegen. Ich hoffe mal nicht, dass die hier alle arbeiten. Nee. Sehr gut. Also scheinen die doch einigermaßen zu wissen, wann wer wo gebraucht ist. Und je nachdem springen die anderen dann halt hier ein. Strom ist noch okay. Aber wird auch bald wieder ausgebaut werden müssen. Was sagt eigentlich unser Questlog? Wir müssen noch zwei andere... Nee, sogar drei andere Unterweltboss zusammenschnappen. Oh, Krankenstation ist fertig. Sehr gut. Das da kann auch gleich gebaut werden. Das mit der eingebauten Geldkammer hier in der Waffenkammer funktioniert ja ganz gut. Also werde ich auf jeden Fall in das nächste Design mit einbauen, dass wir viel weniger von diesen groben Wänden hier haben, sondern solche Mehrzweckräume. Das heißt, man hat einen Raum, der ist Kaserne, Kantine, Aufenthaltsraum und noch irgendwas anderes in einem. Genauso wie die Trainingsräume und die Leseseele. Auch wenn das vom RP her nicht wirklich Sinn macht, aber ich glaube, auf RP können wir hier eigentlich verzichten. Oh, was war das? Ich habe gerade ein sehr unangenehmes Geräusch gehört. Ich glaube, der da hat seinen Rücken gestreckt oder so. Rote Punkte. Alle hier. Ihr braucht mal ein paar Ticks. Verwirren, verwirren. Weltkarte. Also, wir müssen noch Aufgaben erledigen. Das haben wir. Warnung, feindliche Personen in Basis entdeckt. Ja, feindliche Personen sind immer in unserer Basis. Ich glaube, seit wir angefangen haben, hatten wir nicht wirklich lange Ruhemomente. Da kommt Geld, da kommt Geld. Ich wollte jetzt gucken, wo unsere nächsten Missionen sind. Da haben wir eine. Ohrstöpsel. Ohrstöpsel. Bringt 10 Wut, 5 Bekanntheitsgrad, 1 Minute und wir brauchen 4 Arbeiter. Wo ziehen wir welche ab? Die Wut ist da noch okay. Da sowieso. Aber das mit dem 9-9er Bereich hier ist mir zu unsicher. Die kommen mal weg. So. Und kommen alle hier hin. Brauchen wir trotzdem noch mehr Arbeiter. Können wir die hier oben abziehen? Jo, da ziehen wir mal 3 Arbeiter ab. Die kommen hier hin. Jetzt haben wir 4 Arbeiter und wir brauchen für die Mission 4. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, wenn zwischendurch einer von denen stirbt. Ob denn die ganze Mission fehlschlägt oder nicht. Also sollten wir lieber nochmal einen Puffer holen. Du kommst nochmal weg. Und kommst hier hin. Dann haben wir einen als Puffer. Das, na gut, testen wir einfach mal. Starten. Aber ich denke, man braucht es einfach nur zum Starten. Und dann reicht es auch, wenn andere da sind, die dann sterben können. Hauptsache, einer überlebt. So habe ich das jedenfalls im Tutorial verstanden. Keine Agenten. Sehr gut. Und sie verdienen sogar währenddessen auch Geld. Das ist doch schön. So, was sagt unsere Basis? Keine roten Punkte im gefährlichen Bereich. Da dürfte gleich gesprengt werden. Die Medizinausgabe ist fertig. Was holst du dir denn da? Du bist müde. Also irgendwelche Aufputschmittel? Arbeitet für sie. Achso, der ist hier der Ausgeber. Ich dachte schon, die bedienen sich da alle selber. Und auch sehr schön, dass alle Angestellten in der Nähe von einer Sprengung sich wirklich die Ohren zuhalten. Das ist ja auch cool. Lauter kleine Details in dem Spiel. Die machen das Ganze schön abgerundet. So. Ja. Oh, Stöpsel hat geklappt. Sehr gut. Wir haben verloren. 2 Mann. ja, okay. Wo haben wir noch Missionen? Komm, wir machen gleich weiter. Wir sind in Fahrt. Die da bringt nur eine. Also wenn ich das richtig sehe, haben wir jetzt nur noch 3 auf der Karte. Das heißt, wir müssen verschwören gehen. Das machen wir nicht hier. Wir ziehen erstmal alle Mann ab. Pausieren. Verteilen sie auf die Geldländer. Das heißt hier, 1, 2, 3, 4,
Und ruhig noch zwei Kammerdiener, um die Wut wieder zu senken. Und den Rest hier hin. Außer drei ganz normale Arbeiter. Und die verteilen wir jetzt einfach auf der Welt, um nach anderen Aufgaben zu suchen. Das wird so wahrscheinlich recht lange dauern, aber das passt schon. Bei welcher Farbe machen wir es am besten mal? Orange beruhigt sich gerade, da sollten wir auf keinen Fall jemanden hinschicken. Weil ich denke, die Wut senkt sich nur, wenn wir wirklich gar keine Leute in deren Bereich haben. Blau ist recht hoch, orange ist recht hoch, gelb. Oh, dann halt grün, ne? Das bietet sich wohl am ehesten an. Das heißt, wir schicken hier jetzt einen hin, der verschwören soll. Schicken da einen hin, der verschwören soll. Und hier im Viererland kann auch noch einer rein. Auch verschwören. Auch wenn wir da schon zwei Missionen, glaube ich, gemacht haben. Also recht unwahrscheinlich. Ja, das lassen wir jetzt mal weiter durchlaufen. Und dann können wir auch hier gucken, also hier könnten wir gezielt gucken, wo wir nach Missionen suchen müssen. Zum Beispiel im indischen Subkontinent, in Nordamerika und in China und Südostasien. Aber ja, ich bin da eh nicht ganz so schnell hinterher, die Aufgaben zu erfüllen. Ich habe lieber einen kleinen Puffer. Oh. Achso, hier ganz am Anfang. Also ja, ich habe es nicht so eilig, die ganzen Missionsziele zu erfüllen. Ich habe lieber einen kleinen Geldpuffer und eine einigermaßen funktionierende Basis. Mich hetzt da also absolut nichts. Aber gut, speichern wir erstmal ab. Zack. Speichern. Nach Folge 24. Und wir sehen uns gleich wieder.